Der LiCompAP wird zwischen den RCD und die Anlage oder den Verbraucher geschaltet. Somit werden die von der Anlage verursachten Ableitströme erfasst und kompensiert, bevor diese den RCD beeinflussen und zu einer unerwünschten Auslösung führen können. Der RCD wird wie gewohnt eingespeist. Um den LiCompAP ordnungsgemäß einzubinden, müssen die drei Phasen, ähnlich wie bei einem Stromwandler, durch die Durchführung des LiComps geführt werden, bevor die Anlage eingespeist wird. Wichtig hierbei ist, dass der Schutzleiter weder über den RCD noch durch den LiCompAP geführt wird. Die Verdrahtung des Hauptstromes ist damit schon abgeschlossen und der LiCompAP könnte den Ableitstrom bereits messen. Um den gemessenen Ableitstrom auch kompensieren zu können, müssen noch die beiden Kompensationsleitungen angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt direkt an den N-Klemmen des RCDs. Hierbei ist es sehr entscheidend, dass die Klemme 1 oder N an der N-Klemme der Lastseite des RCDs aufgelegt wird. Klemme 2 oder COMP wird hingegen an die N-Klemme der Netzseite des RCDs angeschlossen. Damit ist die Verdrahtung der Kompensationsleitungen abgeschlossen. Sobald der LiComp mit 24 Volt Wechsel- oder Gleichspannung an den Klemmen 7 und 8 versorgt wird, ist das Gerät einsatzbereit und beginnt sofort mit der Ableitstromkompensation. Nach der Inbetriebnahme des LiComp AP kann die Anlage zugeschaltet werden.